Oh, der Ork schlägt. Ah, der Ork, der Troll schlägt ihn gleich mal K.O. Sehr schön. Orkgrube und Haradrim im Palast stehen, finde ich mal toll. Das ist Fortschritt. Macht euch kampfbereit. Erstmal schnell sprechen. Heute kämpfen wir für Mordor. Ein Haufen Material inzwischen. Ah, und. Zermalmt alles auf eurem Pfad. Da kommen sie. Jede Menge feindliche Einheiten. Und schon wieder Waldläufer. Er hat mir nicht gerade den Versteck zerstört. Oder so. Fürchtet euch vor dem Licht Saurons, Ketzer, Verräter und sonstiges Gezeugs. Weil Xenos gibt's ja hier nicht. Xenos sind die Aliens in Warhammer, die von den Menschen also genannt werden. Also alle anderen Völker. Tötet den Alien, den Mutanten, den Ketzer. Macht euch kampfbereit. Weil Chaos Space Marines sind natürlich keine Xenos, sondern Ketzer. Ich frage mich nur bis heute, was sie mit Mutanten meinen. Wo kommen die denn her? Ja, guten Tag aber auch. Eine fette Armee Gondors. Kampfschrei. Verfluchtes Land ist leider noch nicht ganz fit. Und wir verlieren irre viele Truppen, merke ich gerade. Oh, meine Parastrophe 2, schade. Bonusziele. Vernichtet die gondorianischen Waldläufer, die sich in dieser Region verstecken. Nehmt mit den Soldaten aus Ruhn Stachelschwellformation ein. Soldaten aus Ruhn, die können doch irgendwie bauen auch. Ach du Scheiße, wie viele Truppen sind denn das? Ihr Soldaten Ruhns! Verderbt das Land, so. Eure Moral geht jetzt erstmal verschwinden. Dann fällen wir uns ein bisschen Holz zusammen, weil wir es brauchen können. Verstärken außerdem die anderen Produktionsgebäude. Die Erforschung der Feuerpfeile und der Banner wäre halt vielleicht echt nicht schlecht. Aber dafür brauchen wir die Grube auf Stufe 2, das dauert ein bisschen. Aber es sieht eigentlich sehr gut aus. Wir sollten vielleicht nur das Feuer ein bisschen konzentrieren. Und vor allem die hinteren Truppen nachziehen. Das wäre, glaube ich, ganz okay dann. Aber ansonsten sieht das Ergebnis der bisherigen Schlacht für mich sehr gut aus. Sollen wir hier vielleicht ein paar abzweigen für die Bogenschützen, die uns sonst hier zermalmen. Aber ansonsten sieht es ganz cool aus. Ich hole mir jetzt mal hier Sicht. Ich sehe nur kein Lager. Ach, hier hinten ist eins. Okay, das kann ich mir direkt mal einverleiben. Da brauche ich aber theoretisch nur einen Trupp runterschicken. Weil da ist anscheinend ja keine Wache. Auf, ihr Soldaten Ruhns! Pfeile bereit machen! Nach Luft den Feind sind gekommen! Ist ja die Frage, wo ist die Stachelschwellformation? Männer des Ostens! Verfluchtes Land, verdirbt einen Landstrich, das hatten wir. Plünderer, genau, Rohstoffe. Ja, okay, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar. Ihr Soldaten Ruhms. Eins. Männer des Ostens, heute kämpfen wir für Mordor. Männer des Ostens. Da hoch kämpfen. Formation halten. Noch mehr. Kämpfen. Heute kämpfen wir für Mordor. Wir haben auf euch gewartet. Jawohl, der Haradrim-Palast ist erweitert. Wir brauchen noch die Grube. Was kostet das Lager hier? 2000. Ist eine Investition, die sich lohnt. Der Feind. Diese Investition lohnt sich auf jeden Fall. Dann greift hier mal an ihr Nasen, bevor die ganzen Truppen draufgehen. Gut, was brauchen wir hier noch? Natürlich mehr Schmelzöfen. Schmelzöfen sind immer gut, wir brauchen Ressourcen. Oh, Backe. Reiter, wirklich. Die sollten wir vielleicht ganz schnell rausnehmen, bevor wir hier ein Problem kriegen. Und gleich haben wir auch die, oh, Scheiße. Soldaten Ruhns! Der Feind ist in unserem Lager! Macht euch kampfbereit! Wir werden angegriffen! Heute kämpfen wir für Mordor! Ja, der Feind ist in unserem Lager. Ach was, dann holt ihn vielleicht mal. Oh Gott.
Kann doch nicht ihr Ernst sein, oder? Soldaten! Ihr Westen wird Falle erweitert! Toll, da fällt natürlich sofort erstmal das Ding um, ist klar. Leute. Angriff. Die Ork-Grube ist erweitert. Okay, das heißt, wir bauen jetzt erstmal die Upgrades. Ich heb mal, also ich teile die Armee mal auf zwei auf. Wir gehen zum Lager. Weil es sinnvoll und so. Wenn ich also mit deinem einen Trupp hier verteidige. Werde ich den ersten erstmal erholen lassen hier. Ich habe leider Gottes hier keine Festungen, wie ich das sehe. Ein Olefantenpferch. Ich weiß halt nicht, ob Olefanten wirklich sinnvoll sind. Ich glaube, du riechst richtig. Die Soldaten aus Ruhn sind angekommen. Der Feind auf, ihr Soldaten Ruhn. Stachelspringformation. Das war's? Das war das? Nein. Das kann doch nicht, das kann doch niemals im Leben die ganze. Männer des Ostens. Das können die doch nicht ernst meinen. Leute, greift halt vielleicht an. Wie wär's? Wer hier vielleicht auch? Oh Mann. Achso, ich habe hier die Türme nicht fertig gebaut, deswegen. Oh. Dann können wir hier mal die Produktion ankurbeln. Wie gesagt, das war jetzt einfach so mal. Hier wäre noch ein Holzfällerlager. Das können wir so abholen. Auf, ihr Soldaten, Ruhns, ist klar. Ich liebe diese Akustik hier. Jawohl, fette Upgrades für alle. Leute, greift an, tötet sie, macht sie putt. Verderbte Welten, find's schön. Manche Menschen lieben es einfach, die Welt brennen zu sehen. Ein Holz für das Lager, bitteschön. Oh, und hier ist auch tatsächlich ein Lager. Die Soldaten aus Ruhm sind angekommen. Ich trage das rote Auge. Sauron wird dieses Land unterwerfen. Soldaten! Ja, ich würde sagen, diese Kaserne steht nicht mehr lange. Und jetzt gehen wir hier auch auf Kriegsfuß. Hier noch einen Schmelzofen. Und hier, oh, ein Olefantenloch kostet 2000, okay. Das warten wir mal ab. Oh. Sauron wird dieses Land unterwerfen. Sauron wird dieses Land unterwerfen. Wie zum Geier können die so schnell schießen? Aber ich erstmal da blenden. Ich glaube, ich habe einen gewissen Soundbug bei dem ganzen Ding gerade dabei. Ich höre die ganze Zeit dieses Quietschen da auch. Waldläufer werden halt von den Bäumen nicht behindert, im Gegensatz zu meinen Truppen. Alter, wie viele kommen denn da nicht noch? Hallo, greift an. Was ist das hier eigentlich? Marktplatz. Den hatten wir in Gondor gar nicht zur Verfügung. Männer des Ostens. Hier ein Trupp. Worauf wartet ihr noch? Sie weichen zurück. Jede Menge Feuerpfeile. Sie müssen alle sterben. Auch hier jede Menge Feuerpfeile, finde ich schön. Alter. Wenigstens kannst du das, weil das muss ich mal nachbauen. Das hier wird einen Blitz kriegen, wenn das so weitergeht. Auf, ihr Soldaten des Ostens. Und ein weiteres Lager, Vorposten, okay. Männer des Ostens. Die Typen sind mir ein bisschen suspekt. Heute kämpfen wir für Mordor. Hier können wir auch ein Holzfäller platzieren gleich. Komm schon.
Okay. Der Westen wird fallen. Wo kommen die denn her? Hallo Leute, greift an. Er greift an! Auf, ihr Soldaten Runes! Sie greifen uns an! Ist ja schön. Heute kämpfen wir für Mordor. Ihre Herzen sind Angriff. Macht euch kampfbereit. Zieht euch zurück nieder mit den Feinden Saurons. Vor allem, wo kommen die alle her? Es kann nicht sein, dass sie alle aus dem Nichts kommen. Ich meine, ja klar, Waldläufer, aber... Ist das nicht ein Bonus, sie zu vernichten? Ja, vernichtet die Waldläufer, die sich in dieser Region verstecken. Wenn von meinen Truppen noch so viel übrig bleiben würde, dass ich was vernichten könnte, würde ich sie feiern. Da ist ihr Lager. Was? Ist das euer fucking Ernst? Ich sollte mich mit den Truppen hier schnellstmöglich zurückziehen. Jetzt kann ich hier keine Festungen bauen. Egal, ich baue mal das Olifantenmoloch. Oder Olifantenpferch. Pferch. Upgrades, Upgrades. Läuft. Und hier noch ein Trollkäfig. Pfeile bereit machen! Vernichtet sie! Hier können wir noch das, den Außenposten vernichten, genau. Verschont niemanden! Lauf zusammen! Wir haben auf euch gewartet, Bogenschützen! Bringt sie zum Schweigen! Worauf wartet ihr noch? Pfeile bereit machen! Ja, das Olefantenpferch ist gleich fertig, den kriegt die Null und der Trollkäfig genau. Ihr rote Augen! Wir haben auf euch gewartet, Bogenschützen! Gut, den Holzfäller kann ich mir hier jetzt schenken, aber das Schlachthaus. Braucht keine Rohstoffe, aber produziert halt dafür etwas langsamer. Die kamen hier aus den Bergen, oder? Das sah zumindest so aus. Denn hier in den Bergen, bei den sieben Zwergen, waren die Menschen zu Hause. Was habe ich hier noch schon stehen? Ach, den Holzfäller, okay. Noch ein Schmelzofen und wenn ich so sozial bin, natürlich gleich noch einer. Wir brauchen Rohstoffe ohne Ende, wenn wir unsere Armee wieder aufstocken wollen. Aber jetzt erstmal... Einer kostet 2000. Ach du Scheiße. Oh, Hauptsache. Hauptsache die armen, unschuldigen Jäger angreifen. Pfeile bereit machen. Wir haben auf euch. Wie gesagt, das sah so aus, als kamen sie aus den Bergen, aber hier ist nichts. Macht euch kampfbereit. Aber hier war ein Lager, das wir einnehmen können. Bogenschützen, Pfeile bereit machen. Mittlerweile ist der zweite Trupp um einiges stärker als der erste. Kampfrausch. Diese Phalanx-Typen kriegt man nicht down, seht ihr das? Ihre Heiligkeit der Papst, oder was? Das erinnert mich so an diese verdammte Papstwache aus dem Vatikan. Ich kann mir nicht helfen. Oder zumindest sind es keine Heldenfähigkeiten, keine Heldeneinheiten. Was ihnen natürlich ein Quiz ist auch noch ein Lager. Was? Olifant? 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 Olifant! Shift 1 und Abflug. Steuerung 1. Der Olifant kann uns jetzt das Leben hier retten. Sie müssen alle sterben! Mit denen sind wir bald da. Sie weichen zu! So, fast geschafft. Jawohl, geschafft.